Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwert. So, einmal kurz Kopfhörer rein, da ich auch was höre. Ja, bin right. Habe ich letzte Folge auch nicht gemacht. Ach stimmt, die wollte ich ja in dieser Folge machen. Seitdem sind ungefähr fast sechs, also sind knapp 6 Stunden vergangen. Das ist ein Drifton, glaube ich. Ja, ist voll. Nein! Allein kämpfen. Roselia. Einmal direkt eskalieren. Feuer frei, Alter. Alter, ein riesen Roselia. 117 KP. Komm. Das zieht ja wirklich nichts ab. Das zieht ja auch nicht viel. Giftstachel. Alter. Giftstachel. Quasi. Dings und Boots weg. Der hat nur überlebt. Leute, hat mit 1 KP überlebt. Fang. Pokéball los. Ein Driftklon will ich haben. Da wird so Drift Zeppelin. Und drinne. Nice. Wir haben einen Driftladen. In den PC. Was? Haha. Wir haben ein paar Rides. Ja. Die waren dann wieder hinten und nicht in der Gegend. Ah, oh, da hinten auf die Insel. Komm. Doch, da hinten kommen wir hin. Das war knapp. Ach, schau, wenn ich nicht runterjumpen kann. Ja.
Ja, nein, nicht online. Oh, können nicht offen, können nicht Singleplayer da als erstes machen irgendwie. Alleine kämpfen, ja. Sorokex, geil. Direkt Eskalation am Start, Alter. Ich stelle mir mal so einen riesen Togepi vor. Okay. Lol, es sieht ja gar nichts. Es sieht ein bisschen was. Togepi halt sich erstmal. Und weg. Fangversuch starten, ja. Jetzt dürfen wir es haben. Und wir haben Sorokex, ein Gen 5 Pokémon, nice. Sorokex. Ich frage mich eigentlich, ab wann wir damit dem Fahrrad schwimmen können eigentlich. Ich will keinen Spitznamen geben. In die Box. Nen Stalos, alter Junge. Mal kurz gucken, wo wir sind. Ja, wir waren gerade hier. Ah, an diesem Area kommen wir noch nicht. Das ist ja die Miletic-See. Milzer See West, Milzer See Auge. Miletic See Nord. Dann geht's hier oben ja noch zu, Linksufer, ja, wir haben noch. Mit hinten geht es ja noch weiter. Da hinten ist ja auch Sandsturmkessel. Wutanfallsee, alles klar. Aber die Sonne geht ja noch weiter. Wir können jetzt eigentlich hier hoch. Wo ist eigentlich die Galarmine 2? Ach, da ist die Galarmine 2. Dann können wir hier runter dann zur End. Ich würde sagen, heute geht's mal auf zu neuen Gegenden. Nein. Ah! In Stalos, was haben wir? Bronzel. Ah nein!
Haha. Hey. Hey. Überreste, nice. Das ist so cheating, das Alter. What the fuck, was das Ding für, was da für ein Viech? Ey, ey, ey! Kraftwurst, nice. Was ist für die los? Nein! Ich kann nicht, weil ich gerade kein Internet habe mit der Switch außerdem. Ich weiß nicht, was das für ein Ride ist überhaupt. Nice. Riolu! Ehre, 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 Ehre. Dass du Lucario weiterentwickelt, Alter. Richtig Eskalation, ey. Wir brauchen Leuchtstein, dann können wir, unsere Rosega zu Roserade weiterentwickeln. Aber Riolu entwickelt sich ja auch nur mit Vertrauen zu Lucario. Also wir können ja vorher nicht mit Sonderbonbon schön. Das wird schon ein härterer Ride. Okay, oder auch nicht. Wow, 3-Hit-KO. KO. Definitiv Fangversuch. Ich will es Riolu haben. Los, Prime Ball. AKA Pokéball. Eins. Zwei. Drei. Und drinne. Ja, mein Lucario, Akariolu. Geil. Welche aus dem Team soll ausgelagert werden dafür? Tut mir leid, Smetbo, du bist raus. LOL. Du, Flor? Pilippa. Hallo. Da hinten sind noch Rides, aber die klappern wir jetzt nicht ab. Beleber. Ich würde sagen, ab hier rüber. Hä? Ja. Oh, Alter. Jetzt gehen wir hier rüber. Wie hell alles schön ist, ey. Hallo. Oh, und Dings hier. 50 Watt, okay. 50 Watt haben wir. Hier geht's so geile alte Pokémon. Rihorn!
Blöpp, 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 blöpp. Hier schneit's wieder. Oh nein! Ich würde gerne, dass der vor uns auftaucht. Level 28, lol. Lol. Nice, besiegt. Riolus Level 18. Okay, da muss ich aber nochmal gucken, was woanders hingehen, weil dann will ich Riolo noch mal trainieren. Okay, nochmal, passt. Nicht im Ernst, Giradax. Oh Gott. Der in der Kreuz zerlegt. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Komm hoch. Kommt sie auch hoch? Na. Nee, er kommt ja gar nicht hoch, lol. Also gehen wir fliegen wir ganz schnell zur anderen Seite rüber zum Trainieren, weil ich glaube, hier hinten haben wir bessere Chancen. Da können wir nicht hinfliegen, aber hier können wir ja hinfliegen zum Treffpunkt, da wo der Bahnhof ist. Ja, Wonnewiese, okay. Und let's go. Ja, und wir kämpfen mit Riolo da diesmal mit. Lloyd und Rapper. Den Hut. Also Fisch, jetzt droh, also bedroh ein.
würde sagen, dann gleich immer schön auf maximale Power gehen. Dynamaxing. Ich will mir eine Stahlattacke bei. Jetzt kommt ein Riesen-Riolu. Aha. Okay, dann setzen wir mal Dünerfaust ein. Nein, ich will auch mal Attacke einsetzen. Alter! Gelatini! Das war jetzt ein... Ah, Scopel. Ein Gen 6er. Lol, Alter, das ist... Too easy. This is too easy. Wird jetzt auch ein bisschen zu einfach für die Welt hier. Mini-Pilz. Ich muss sagen, die Rides sind ja richtig geil zum Farmen irgendwie da. Allein kämpfen mit Riolu. Ja. Zorokex. Dynamax, Zorokex erscheint. Oh no. Oh, stell dir mal vor, Leute, man hat eine Z-Attacke irgendwie plus eine Mega-Entwicklung am Start und das Dynamaxing noch nebenbei. Da stelle ich mir so krank vor. Und das eh schon mit einem Pokémon, was ultimativ ist quasi. Also wenn man den Pokémon so hochgezüchtet hat, dass die perfekten Werte hat. Und das ist eh das stärkste Pokémon, weil das wäre ja unbesiegbar dann. Ich muss schon sagen. Vorher eh schon volle Eskalation. Oh. Ist ihn besiegt? Oh. Da waren es nur noch drei Orte. Hä? Okay. Jetzt, let's go. Oh Gott, hat der Licht abgezogen? Ja. Setz doch mal Wasserattacken ein. Eis bringt da auch nichts. Oh.
Der Soka ist das immer schwerer. Gift bringt doch nichts, außer vergiftet es ihn. Beide Fisch wurde besiegt, okay. Nice. Komm, nächstes Mal mit einer guten Attacke vorbeikommen, um die Ecke. Wir sind wieder in der Minimalform. Wir sind wieder in der Normalform. Oh ne, jetzt müssen wir mit dem Metallklaue rangehen. Ja, jetzt kommt wieder Metallklaue. Jetzt noch einer, ein Hieb noch. Also Runde bringt nichts mehr. Weil ich jetzt in der nächsten Runde sowieso. Hä? Hallo? Prio-Attacke? Den fangen sie warm schon zu, Keks. Alles klar. Philippa, Philippa. Ja, mal gucken, was wir noch Attacken haben, die unser gutes Riolu erlernen kann eigentlich. Ja, geil, Roselia kann ja nicht Dings erlernen, Zauberblatt. Fällt mir auch gerade so ein. Für Sorgesamen oder Sorgensamen. Riolu kann kein Felswurf, kein Grimasse, kein. Next Strike, was? Kaskade, lol. Schlagbohrer. Aurasphäre. Können Arcana noch nicht erlernen. Auf dem Leon kommt dafür weg. Leute, es gibt Attacken. Es gibt Attacken, die kannst du mehrmals erlernen. Weil also die kannst du wirklich aus einer CD mehrmals erlernen. Die anderen musst du halt mehrmals haben. Das sind. Lol, es gibt's TPs. Jetzt hat man die VMs rausgenommen, dafür hat man den TP hinzugefügt. Lol. Wow. Roselia kann Spukball auch noch erlernen. Das ist aber auch noch geil. Ich weiß nicht, ich bin überlegen, auch noch Spukball beizubringen. Aber, hier vielleicht kann es auch. Aurasphäre kann ja niemand erlernen. So. Aber egal, würde ich sagen, trainieren wir weiter. Hallo?
Gucken, welches Level die haben. Aber schon wieder 30 Minuten. Weil ich bin eine halbe Stunde voll. Sternschauer. Weißer Nebel oder Weißnebel, okay. Nochmal. Dunkel Nebel, alles klar. Ruckzuck eben. Ich hoffe, dass uns Riolu aber schnell vertraut. Fingal! Das Riolu setzt Sternschauer ein. Okay, bei Dings hat es ja auch, glaube ich, 8 Level gebraucht bei Roselia. Bis es uns so sehr vertraut entwickelt hat. Und hier sind die Pokémon sowieso nicht gerade wirklich so krass stark. Hallo! Fingal! Aquaknarre ein Nein. Er ist nicht schneller als wir, lol. Niemand ist schneller als Riolu. Oh, ich freue mich, wenn es zu Lucario wird. Mit Lucario wird die Kampfmaschine. Dynamax, Lucario, alle wird ja sowieso alles zerrecken. Okay, macht glaube ich den Part wieder ein bisschen länger. Und der Start ist immer noch voll weg, Alter. Fritzelblitz erscheint, okay. Lol. Der war fies, okay. Sternschauer. Nein. Es wird schwer. Kann ich angreifen? Nein. Ruckzucki, er kann mich nicht angreifen. Nein, ne? Er kann nicht. Wieso kann der? Das kann nicht sein, dass ein Pokémon so häufig paralysiert ist. Das habe ich noch nie erlebt. Mach's doch Dings weg. Nein.
Top genießen, wäre jetzt geil. Paralysierung kann noch nicht so lange dauern. Endlich. Das werden wir jetzt nicht mehr gegen Fritzelblitz antreten. Nein, stimmt, ich wollte ja nochmal nebenbei, glaube ich, Überreste Dings geben. Wir haben 4 Sonderbonbons, ey. Schatztasche, okay. Oh lol. Wieder ein Fritzel. Nein, nicht im Ernst. Sternschauer. Da ist wieder paralysiert. Wir werden doch verarschen. Und besiegt Nas. Schallquab, okay. So, ruckzuck hier dürfte reichen. Weil sie zumindest schön Schaden machen. Okay. Nein! Nicht verwirrt sein. Wow. Gehst du hin, du Riolo? Noch ein Treffer schaffst du. Nice. Level 19, nice. Nein. Ein Fritzelblitz. Gut, da würde ich sagen, hoffe, wir sollten noch ein bisschen ein Watt wieder her. Dann würde ich sagen, dann drehen wir in der nächsten Folge weiter. Bis zum nächsten Mal und. Hol das Item nochmal. Uferkraut und. Uferkraut, okay. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und. Ciao.